Oh, be careful. Was? Ich muss zurück. Oh, jetzt kann ich nicht mal die Aufnahme zu Ende machen. Ich werde verfolgt. There's a father up above. Wo lang? Looking down in love. Im letzten Teil habe ich ja diese furchtbare Bruchlandung mit dem Aufzug gemacht und ich vermute, dass ich jetzt endlich in der Mine bin. Und somit herzlich willkommen zu Part 25 meines Outlast 2 Let's Plays. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Anschauen und ich hoffe, das Video gefällt euch. Und los geht's! So, jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich hier aus dem Aufzug rauskomme. Okay, ich kann hier runterspringen. Ein bisschen eng hier. Huch. Oh, der Aufzug ist abgestürzt. Es hätte auch schief gehen können. Oh, nun folge ich einfach mal den Gleisen. Und hoffe, das stürzt hier nicht alles ein. Oh, jetzt ist wieder dunkel. Da redet jemand. Kapitel 11. Erstens. Die Frucht der Zerstörung wird im faulen Leib der Märtyrermutter reifen. Das spinnenäugige Lamm bringt das Schicksal der niederen Huren selbst zur Höchsten, die auf vielen Wässern sitzt. Zweitens. Aus Itzikels Nation sei der Feind geboren. Drittens. Und die Frevler werden enthüllt und der Herr wird sie verschlingen mit dem Geist seines Mundes und wird das Licht seines Kommens zerstören. Viertens. Selbst ihn, dessen Kommen Werk Satans ist, allen Kräften und Zeichen Lügenwunder. Fünftens. Und mit all der Täuschbarkeit der Unredlichkeit vergehen sie, denn sie erhielten nicht die Liebe der Wahrheit, die sie hätten retten können. Sechstens. Und daher schickt Gott ihnen starke Illusionen, dass sie eine Lüge glauben sollen. Sieben. Dass jene, die die Wahrheit nicht glauben, verdammt seien, doch Freude in Unredlichkeit finden. Acht. Und Itzike sprach zu seinen Hebammen und seinen Jägern, ihr seid der Rabe. Ich bin der Wolf, der euch fressen lässt, wenn ihr mich zur Beute führt. Neuntens. Der Gott sprach, das Fleisch der Beste sei euer nur im Opfer an mich, so auch das Fleisch eurer Kinder. So, hier brauche ich wieder die Nachtsicht. Aber hier hinten scheine ich nicht weiterzukommen, also muss ich mich mal nach einem anderen Weg umschauen. Okay, jetzt mal wieder hier zurück. Okay, hier bin ich hergekommen. Das ist doch Lynn. Oh, shit! Lynn! Irgendwie durchkommen. Komme ich hier rüber? Das geht auch nicht. So, kann ich hier durchtauchen. Tauch doch wieder auf! Thank you.
knurrt irgendwas. You're not evil, Blake. Just confused. Ich bin nicht verwirrt. Scheiße! Und dann wieder hoch. Bist du weg? Ja. Okay, dann gehe ich mal vorsichtig weiter. Der Gang ist verschüttet. Ich glaube, hier gehe ich auch nicht lang. Fuck. Okay. Okay, hier kann ich sogar eine Aufnahme machen. Das sieht schon echt übel aus. Okay, die Aufnahme habe ich, dann werde ich mir die mal anschauen. They lived down here. No, not lived. I had to find Lynn. I hoped I hadn't already. So, und weiter geht's. Wieder schön in den dunklen Gang hier rein. Sind Blutspuren. Ich glaube, ich muss da durch. Aber ich schaue noch mal kurz hier hinter, ob hier noch irgendwas ist. Nein. Also gehe ich mal durch dort. Oh, das ist eine so dringend benötigte Batterie. Die nehme ich gern mit. Boah, ist das dunkel. Aufsperren und öffnen. Es ist doch die Batterie leer. Das ist doch echt wieder so ein unpassender Moment. Jetzt mache ich erstmal die Tür zu. Und schau, ob hier noch irgendwas ist. Ja, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, weil ich habe noch eine Batterie gefunden. Und da ist doch eine. Okay. So, jetzt gehe ich mal hier lang. Die Tür ist verschlossen. Ich gehe doch erstmal. Na. Ich gehe jetzt doch erstmal hier durch. Weil ich möchte schließlich nichts übersehen. Gut, den Verband kann ich nicht mehr tragen. Hier komme ich nicht. Hier kann ich mich auch nur verstecken.
Also irgendwie habe ich schon wieder die Orientierung verloren, aber das ist ja bei mir nichts Neues. Ich bin gerade komplett planlos, aber ich glaube, hier war ich schon. Genau, dann bin ich hier lang. Und diesmal gehe ich einfach geradeaus weiter. Ach Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Oh, ja. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass der jetzt da plötzlich rauskommt. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Weg. Ich weiß nicht, ob der noch da ist, aber ich muss da jetzt mal nachgucken. Er ist weg. Sieht es auch echt nett aus. Boah, das sind alles verweste Leichen. Was? Ich muss zurück. Boah, jetzt kann ich nicht mal die Aufnahme zu Ende machen. Ich werde verfolgt. Lauf doch. Wo lang? Hier ist doch... Wo lang denn? Hier ist doch irgendwo dieser Spalt, wo ich erst rein bin. Jetzt finde ich den nicht mehr. Oh, ich renne doch bestimmt in eine Sackgasse. Versteck dich hier. Jetzt mal kurz hier raus. Oh. War der da überhaupt oder habe ich mich jetzt grundlos erschrocken? Okay, ich muss ja wieder raus. Nicht, dass ich noch in dem Fass ertrinke. Ja, das Wasser im Gesicht macht die Sicht auch nicht besser. Okay. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Ich wollte eigentlich die Tür noch zumachen. Absperren hier. Die kommen hinterher. So, jetzt verstecke ich mich mal in dem Schrank. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier drin ist oder... Ich riskiere das jetzt einfach mal hier rauszugehen. Ich gehe in die andere Richtung. So aufzumachen, dass mir niemand hinterherkommt.
Jetzt habe ich mich hier eingesperrt mit dem. Das ist doch nicht normal. Ja, die Batterie nach. Versteck dich, versteck dich. Ach, jetzt hocke ich wieder in dem Fass mit dem Wasser. Lang gegangen. Ich weiß nicht, ob ich schnell an dem vorbeirennen kann oder ob das doch nicht so eine gute Idee ist. Ach, hier war ich doch auch schon. Irgendwie ist auch die Sicht trotz dem Nachtsichtmodus ja eingeschränkt. Dass ich nicht so wirklich viel sehe. Okay, jetzt bin ich wieder hier. So, jetzt mache ich die Aufnahme. So, und diesmal habe ich es geschafft. Ich kann das nur gerade ausschieben, weil ziehen konnte ich es gerade nicht. Aber ich schaue jetzt erstmal hier in den Gang, ob hier noch irgendwas ist. Oh, hier komme ich runter. Na gut, vielleicht sollte ich doch erstmal das Teil hier verschieben. Ja, das war irgendwie nicht so klug. Ich hätte gedacht, dass ich das jetzt hier durch die Bretter schieben kann, aber das war wohl nicht so. Okay. Vielleicht muss ich das hier doch nochmal verstellen. Ah ja, genau, jetzt kann ich es hier weiter vorschieben. So. Und dann... Der Mechanismus ist blockiert. Achso, ich stehe ja noch drauf mit dem Wagen. Also zieh es nochmal... Ach, halt's doch fest. Auch der hält es einfach nicht fest. So, jetzt aber. Also zieh es nochmal ein Stück weiter hinter. So, jetzt habe ich die Weiche wieder verstellt. Jetzt kann ich den Wagen hier rumschieben. So, jetzt komme ich auch hier lang. If you've done something. I want you to tell me. Ich möchte aber nichts sagen. Das ist gerade die Tür aufgegangen.
nicht. Keine Ahnung, was das war. Auf alle Fälle liegt hier dieser Zettel, Kapitel 14. So, die Nachtsicht mache ich mal aus dabei. Also, Kapitel 14. Erstens, und in den Momenten vor der Geburt wird der Antichrist im Leib erwachen und die Qualen und das Elend werden die Erde bluten und verderben. Zweitens, wie Jesus Christus von Nazareth den Tod in Gottes Ehren entthronte, so wird der Antichrist die Reiter auf ihren Thron setzen, außer er wird in seiner blutigen Wiege erschlagen. Drittens, doch Ezekiel wird das ungeborene, spinnenäugige Lamm mit Klinge und Feuer richten und die Frommen werden rufen, Halleluja. Viertens, und ihr werdet den Himmel sich öffnen sehen und er kommt zur Erde und Ezekiel wird auf seinem weißen Pferd sitzen, seine Augen werden Feuer sein und auf seinem Haupt alle Kronen dieser Erde. Fünftens, und er wird einen neuen Namen tragen, wie Gott es will, und seine Kinder sollen getränkt sein in Blut. Und seinen neuen Namen soll nur er kennen. Sechstens, und die Engel sollten Aasfresser sein, dass sie essen das Fleisch der Könige, der Starken und der Pferde und jener, die auf ihnen sitzen und das Fleisch der Freien und der Sklaven. Siebtens, und wenn sie euch geben vom Fleisch des verdammten Kindes, dann sei der Himmel euer. Achtens, doch schöpft das Kind Atem, erblicken die Augen des Antichrist das Licht der Welt. So werden sie das Licht der Welt verschlingen. 9. Dann wird der Tod wieder herrschen und endloses Leid sei der Lohn jener, die im Leiden schwelgen und endloses Bedauern wird die Fromme quälen, unheilbares Bedauern von Sünde und Schande. Gut, das habe ich jetzt gelesen und deswegen mache ich jetzt auch erstmal Schluss an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.